Wir haben ja auch ein paar UNO-Karten noch da. Sollen wir die Karte einsetzen? Ihr wisst, was dann passiert, oder? Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Ich habe einfach eine 5 gewürfelt. Also habe ich mir 5 Kugeln so Eis geholt. Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird der Würfel mal wieder bestimmen, wie viel wir essen müssen. Und zusätzlich werden wir uns gegenseitig ärgern, indem jeder 2 Joker bekommt, die er während des Spiels einsetzen darf. Viel Spaß beim Video. Die Joker werden jetzt erst einmal gemischt. Ich fange an, ich werde jetzt zuerst 2 Joker ziehen. Die zeige ich gleich. Willst du gucken? Gleich. Okay, ich bin dran. Ich nehme einfach hier die beiden nebeneinander. Die anderen kommen weg, dass wir nicht sehen, was wir nicht gezogen haben. Jetzt gucken wir meine Karten an. So, Mandy hat sich umgedreht und wir haben diese Karten bekommen. Diese einfach eine Fliege auf meinen Finger. Ich fange an zu würfeln und zwar, wie viele Sachen ich bestellen muss. 4! Gut! Echt gut, da kann ich ein paar geile Frühstückssachen bestellen. Du bist dran. Mir würde eine 3 auf jeden Fall ausreichen. Auch eine 4! Willst du eine Karte setzen? Nein. Und du? Ich setze auch noch keine, ich gucke erstmal in die Karte. Wir haben gerade 8 Items bestellt und sie meinte dann so, aber das ist echt viel. Ja, wollt ihr das wirklich essen? Wir so, ja, wir spielen ein Spiel. Und sie so, okay. Ich habe hier eine 4 gewürfelt, deswegen musste ich mir 4 Sachen bestellen und diese 4 Sachen sind hier ein Salted Caramel Frappé, richtig geil, perfekt für mich. Ein Chicken Sandwich, leider ist das Schwarzbrot, ich mag kein Schwarzbrot, aber der Inhalt sieht richtig lecker aus, also einmal hier was Herzhaftes. Und 2 süße Sachen, ein Laugencroissant mit Nutella, Peanut Butter und Jam, also Marmelade und eine Bowl, weil Mandy auch immer so leckere Bowls macht. Apropos Bowl, Mandys Kochbuch wird ab dem 28.07. wieder verfügbar sein. Schaut dazu in die Videobeschreibung und wir haben nur eine begrenzte Anzahl, also seid schnell. Ich habe auch eine 4 gewürfelt. Ich habe auch eine 4 gewürfelt, deswegen durfte ich mir auch 4 Sachen aussuchen. Und wenn ihr euch fragt, wo wir sind hier im Santina Brunch and More. Das ist direkt in Palma. Auf jeden Fall habe ich mich für ein Brezel-Croissant entschieden mit Ei und Avocado. Dann habe ich hier einmal Blaubeer-Pancakes. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Und das Geschirr ist auch so toll. Dann habe ich hier noch so ein Wasser und ein Smoothie mit rote Beete, Ingwer, Zitrone, Karotte und Apfel. Den probieren wir gleich mal. Warte mal kurz. So, Freunde, wir haben ja auch ein paar UNO-Karten noch da. Dürfen wir nicht vergessen. Sollen wir die Karte einsetzen? Ihr wisst, was dann passiert, oder? Okay, jetzt erstmal nicht beim Frühstück. Ich will mal nicht so gemein sein, aber du weißt nie, was im Laufe des Videos passieren wird. Oh Mann! Du darfst doch probieren. Boah, ich hätte mich so geärgert, wenn ich den weggeben müsste. Mmh. Und dann probieren wir auch gleichzeitig die Pancake. Boah. Was haben wir denn hier? Sollen wir das mal drüber gießen? Ja, das ist, glaube ich, Whisky-Kaffee. Whisky-Kaffee-Sirup. Nein, das ist Karamell. Alter, das ist... Wow. Let's go, Freunde. Schmeckt so ein bisschen auch nach Kokos. Karamell passt super dazu. Richtig lecker. Avocado, Ei und Croissant. Geile Kombi. Besser geht's nicht. Außer meins. Da Mandy nicht so viel essen kann, hat sie sich 2 Getränke bestellt. Ich habe ein Glas bekommen, aber nicht wunder, das ist nicht für mich. Die dachten nur, dass wir es beide trinken. Ich habe nur ein Getränk, den hier. So übertrieben süß. Ich feiere das richtig schön kalt, perfekt bei dem Wetter. Und 3-mal essen, also ein Chicken Sandwich. Das Chicken ist hier so gemoost irgendwie. Magst du das?
sagst du? Das ist so Mayo-Hähnchen. Ich kenne diese Thunfischpaste. Das ist so, aber mit Hähnchen. Schmeckt gut, aber das Brot ist mir halt so zu körnig und zu bitter. Laugen-Croissant hast du ja auch, aber ich habe es auf süße Art und Weise. Ich hau alles rauf, weil das muss man machen. Schön alles mischen, wenn man alles zur Verfügung hat. Und die Bowl, mal gucken, ob die genauso gut ist wie meine. Die Bowl ist im Gegensatz zu deiner ein bisschen wässriger. Da ist kein Proteinpulver oder Quark oder so drin, sondern nur pürierte Früchte. Hat halt Vor- und Nachteile, deine schmeckt besser. Aber die ist fruchtiger halt und wahrscheinlich ohne Laktose. Aber die vier war perfekt für mich. Und für mich auch. Und sind jetzt hier an den Strand gefahren. Hier werden wir jetzt ein bisschen chillen und dann geht es weiter mit dem Mittagessen. Und denkt dran, wir haben beide noch unsere Joker. Beim Mittagessen. Und zwar sind wir hier bei Tapas y Mas. Wir werden jetzt einmal würfeln, wie viele Items wir bestellen dürfen. Drei! Oh, ist perfekt! Ist perfekt? Oder ist doch nicht perfekt? Ich habe hier meine Karten. Wenn drei perfekt ist, dann darfst du jetzt fünf essen. Alter! Nur drei! Ich muss dich doch mal ein bisschen ärgern hier. Ich habe doch die Karte, da muss ich die auch setzen. Jetzt bist du dran, jetzt bist du fällig. Damit hat sie nicht gerechnet. Dann würfel ich jetzt. Zwei! Warum habe ich die plus zwei nicht auf mich gesetzt? Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Immer ein Mörsig! Ich wollte erst die zwei auf mich setzen, dann hätte ich vier, weil zwei ist ein bisschen zu wenig, weil wir Tapas essen. Und jetzt habe ich direkt sechs bekommen. Ja, das schaffe ich hoffentlich. Erstmal. Ich habe eine 2 gewürfelt und Mandy hat mir plus 4 draufgehauen. Also musste ich mir 6 Tapas bestellen und das habe ich auch gemacht. Angefangen beim Wasser, dann Brot mit Aioli und Oliven, das zählt als 1. Dann habe ich Champignons mit Knoblauch und Zwiebeln, Chicken Wings, Datteln im Speckmantel und so spanische gebratene Paprika mit Meersalz. Richtig lecker, ich freue mich mega drauf. Der Kellner meinte auch hier schon wieder, ist das nicht viel zu viel? Und ich so, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Wir haben wieder Hunger. Mandy meinte das schon aber ist gar nicht scharf. Unglaublich. Ich habe mal einen Tapas-Kurs gemacht und da haben wir die auch gemacht. Datteln im Speckmantel. Warum hast du mir die noch nie gemacht? Weiß ich nicht. Mag ich auch. Ein sehr schöner Kontrast. Ein Chicken Wings. Oh. Heiß? Sind halb, aber auch lecker. Richtig schön knusprig. Das gefällt mir. Champignons. Gut gebraten. Boah. Mit Knoblauch. Knoblauch und Zwiebeln ist das Beste, was man so mit Champignons machen kann. Und Brot mit Aioli, eine Olive. Mandy mag keine Oliven, ich schon. Alles richtig lecker. Ich habe mir das Beste ausgesucht, also geht nicht besser. Ich habe eine 3 gewürfelt und Oscar hat mir eine plus 2 gegeben. Deswegen musste ich 5 Sachen bestellen. Ich habe mich einmal hier für eine Cola Zero entschieden, einmal für Hackbällchen mit Trüffelsoße, einmal für Hühnchenkroketten und einmal für ein Tortilla mit Kartoffeln. Ich dachte, das ist echt so ein Tortilla mit Kartoffeln, aber irgendwie stand da auch Omelette dabei. Das habe ich nicht gelesen. Es sind nur 4. Und meine Pommes, die kommen gleich noch. Aber ich dachte mir, ich kann das ja schon mal probieren, weil ich echt Hunger habe. Wir fangen mal hier an. Ich feiere Trüffel mega. Boah, richtig lecker. Ketten. Ich dachte, da ist echt Hähnchen drin. Das ist so ein Hähnchenmus. Das hier ist, glaube ich, auch richtig lecker. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Einfach Eier mit Kartoffeln. Du isst ja alles mit der Soße. Die scheint ja voll zu schmecken. Ja. Exzellent. Dann werden wir das Ganze mal aufessen. Mandy's Pommes kommen gleich. Los geht's, wird reingehauen. Für uns geht
geht es jetzt zu unserer Lieblings-Eisdiele hier auf Mallorca. The Venetian Place heißt die. Wir stehen hier gerade auch schon am Strand und ich wollte euch noch mitteilen, meine Badelatschen sind übrigens von MyProtein und es gibt 40% auf alles mit dem Link und dem Code unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, nur über den Link könnt ihr mich unterstützen und ihr könnt mich natürlich auch darüber unterstützen, wenn ihr ein Abo da lasst und natürlich auch ein Like und Kommentar unter diesem Video. Schreibt gerne drunter Hashtag Würfel, wenn wir noch mehr Würfelvideos machen sollen. Und wenn ihr noch ein Würfelvideo sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall auch Oscars Video ab. Dort haben wir auch ein richtig cooles neues Würfelvideo gedreht mit allen anderen, mit denen wir hier im Urlaub sind. Jenny, Marco, Joker und Tilly. Also es war richtig cool, hat echt Spaß gemacht und ich würde sagen, ich würfel jetzt mal. Okay. Wie viele Kugeln Eis darf ich essen? Oh, das ist ganz schön viel, so nach dem Mittagessen. Wie viele Kugeln Eis darf ich? Vier. Auf jeden. Aber das schaffe ich. Hier ist das beste Eis, also ich liebe Eis, deswegen kein Problem. Also habe ich mir 5 Kugeln so Eis geholt. Einmal Mojito, einmal Haselnuss, Pistazie, Red Bull und so Peanut Butter. Ich dachte, es ist erst extrem viel. Ich dachte, okay, 1-2 Kugeln reichen aus. Aber so groß sind das die. Das Eis ist extrem lecker. Deswegen unsere Lieblingseisdiele. Schreibt mal eure Lieblingseissorte in die Kommentare. Ich habe auch krasse Sorten. Gutes italienisches Eis ist, wenn es schnell schmilzt. Und wir kennen die. Das ist unsere Lieblingseisdiele auf Mallorca. Ich habe auf jeden Fall Pistazie und Haselnuss, meine beiden Lieblingsgeschmäcker. Dann habe ich so Joghurtgeschmack. Und das letzte habe ich einfach vergessen. Das Krasse ist, wir waren letztes Jahr schon mal dort bei der Eisdiele. Deswegen sind wir wieder hierher gegangen. Und die Frau kannte uns einfach noch. Dort gibt es auch ein Restaurant, wo man Pizza und so essen kann. Und sie wusste auch genau noch, was wir gegessen haben und wusste, dass wir 5-Sterne-Bewertung bei Google gegeben haben. Also Gutes kommt auch immer wieder zurück. Wir haben uns übrigens auch einen kleinen Flitzer geholt. Und wenn ihr unsere Reise noch weiter verfolgen wollt, dann schaut auch gerne auf Instagram vorbei und auch auf TikTok, denn da haben wir richtig, richtig coole Videos gedreht. Pistazie ist richtig lecker. Hatte ich noch nie. Ja, das ist meine Empfehlung, Pistazie. Die machen das Eis seit 24 Jahren selber, sind Italiener. Stehen jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, um die Früchte zu schneiden und so die Nüsse, Pistazien zu schälen und machen das Eis frisch. Heftig. So krass. Alles aufgegessen, jetzt geht es zurück in die Villa. Dass wir zum 15.08. endlich ins Haus einziehen können. Dort werden wir auch unser eigenes Home-Gym aufbauen. Wir haben ja auch bereits unsere eigene Fitnessmarke und zwar Amaz. Zur Feier des Tages bekommt ihr 20% auf alles. Schaut da gerne in die Videobeschreibung. Und hier nochmal, hier ist so ein richtig schöner Bulli-Push. Dieses Set gibt es auch in schwarz. Und im Online-Shop findet ihr Bänder, mit denen ihr perfekt zu Hause oder auch im Gym trainieren könnt.
unsere Runde. Und zwar wird es jetzt richtig spannend, denn jeder von uns hat noch eine UNO-Karte. Ich habe richtig Schiss. Also ich Man muss die klug einsetzen. Ihr wisst, was wir haben. Wir wissen nicht, was wir haben. Ich hoffe, du hast keine Aussetzkarte und ich hoffe, du hast keine plus 4. Der Rest würde ich, glaube ich, überleben. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, ich würde sagen, ich fange an. Du vergisst was. Na gut. Hatten wir noch was? Okay, komm. Ja, gut. Jetzt überlegen beide, ob sie was setzen. Wir müssen oder wir lassen die Karte sausen. Oh, darf man das? Also, schreibt mal in die Kommentare, ob man die überhaupt weglassen kann. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir jetzt Sport gemacht haben, länger gewartet haben, habe ich etwas mehr Hunger als zwei. Und deswegen tausche ich. Und du kriegst zwei und ich krieg deine drei Sachen. Oh, für mich ist das perfekt. Du wisst ja, welche Karte ich habe. Also, ich lasse meine Karte sausen. Schreibt in die Kommentare, ob man das darf, weil sonst hätte ich zurückkommen müssen. Und das will ich nicht, weil ich finde, zwei Sachen sind perfekt. Deswegen für mich sind drei auch perfekt. Dir die drei okay. Okay, dann werden wir uns jetzt was zu essen bestellen hier in die Villa. Wir haben jetzt türkisch bestellt. Hier sind unsere ganzen Items, aber irgendwie wurden ein bisschen mehr geliefert, als wir bestellt haben. Deswegen bin ich echt mega gespannt. Schatz, was hast du dir bestellt? Ja, ich habe hier eine 3 gewürfelt, also habe ich 3 Sachen. Ich weiß nicht genau, was mir gehört, aber wir schauen einfach mal rein. Pide müsste da sein. Ist das Pide? Oh ja, dann das sieht voll ist das aus. Meins schon mal. Das mit Suju? Item Nummer 1. Ja, Kroketten sind auch meine. Dann habe ich mir einen Döner bestellt. Ich hoffe, die sind nicht mit Hähnchen gefüllt. Ich hoffe auch nicht. Und Alter, ein Döner auf Mallorca. Ob das was werden kann, das sieht so lustig aus. Da ist gar kein Fleisch. Bestimmt irgendwo drin. Auf jeden Fall sind das 3 Sachen. Und das sind deine 2, sind aber 4. Also ich weiß auch nicht, was die da... Hä? Pommes? Ah, das Menü. Gehört vielleicht zu dir. Zum Dönermenü. Das sind auch Pommes. Ah. Ja, aber ich hätte extra Falafel. Vielleicht ist da Falafel ich drin. Ich hatte einen Lamadjun. Boah, der sieht richtig gut aus. Mit Pommes, die gab es dazu, ne? Genau, die gab es dazu. Aber dann ist die Frage, ob das zählt, weil das sind ja schon 2 Sachen. Ja, aber da können wir ja nichts für, wenn das im Menü ist. Oder wir müssen die Pommes weglassen. Die kann Marco und Jonah essen. Wo sind meine Falafel? Was? Das ist ein Dölen, ne? Hä? Ich habe Falafel bestellt. Der hat falsch gemacht. Menu, das ist das Gleiche. Aber sieht lecker aus, das okay, ganze also, Essen. Für mich zählt dann nur das und das, weil das ist ja das Gleiche. Na gut. Was, das gibst du weg? Ich finde das damit am geilsten aus. Findest du? Das hat viel mehr Soße. Ja, okay. Du kannst dich entscheiden. Auf jeden Fall musst du 2 Sachen essen. Ups, meine Finger sind dreckig. Und das. Und ich 3 Sachen. Die Pommes kriegen dann die anderen. Marco, Jenny. Jenny, Tilly, Joker, Jonah, wer halt will. Und dann isst du 2 Items und ich 3. Mein Lama-Jum fällt fast auseinander. Schmeckt? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist voll lecker. Boah, was die los? Sind ohne Salz. Einfach träumende Pommes. Ich habe einmal Kroketten. Normale? Die Kroketten sind hier komisch. Die sind auch mit Hähnchen, oder? Nee, schmeckt jetzt nicht nach Hähnchen, aber die gefallen mir halt einfach nicht so. Das sieht gut aus. Boah, der Rand ist richtig trocken. Oh, nö. Wenn man hier angelangt ist, schmeckt es richtig gut. Und jetzt der Döner, der nur mit Salat und Tzatziki ist, gefühlt. Oh, der sieht echt juicy aus. Das ist mein Falafel! Hä, du hattest gar keinen Döner. Ich habe einen Döner bestellt. Dann haben die dir einen Dürüm geliefert und den hast du jetzt verschenkt. Toll, jetzt habe ich deinen Falafel. Das, was hier zu viel trocken ist, ist hier richtig überladen mit Soße und Salat. Also geil. Trocken ist es nicht. Dann darfst du mal latschen und ich darf das essen. Okay. Wie es aussieht, ist hier nur eine Falafel drin. Dann tauschen wir doch
auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert dieses Video und abonniert gerne diesen Kanal. Jetzt könnt ihr euch das Video von Oskar anschauen, denn dort haben wir auch ein Würfelvideo gedreht. Schaut in die Videobeschreibung für die besten Rabatte. Stellt euch den Wecker für mein Kochbuch und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. 28.07. Ciao.